Stamina regenerieren. Wow, 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 fliegen da los. Dabei darf ich doch noch fliegen. Ich habe doch die Flügel hier. Ah! Nein, flieg doch weg. Oh Gott. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich doch endlich mal etwas mit meinen Wyvern machen soll, die ich in Folge 800 in meiner Bonus-Episode ohne Milch großgezogen habe. Und ja, ich habe mir gedacht, das mache ich mal. Vielleicht mal kurz an der Stelle noch eine wichtige Information. Ihr habt es ja vielleicht auch gesehen in diesen Folgen, wo ich zum Beispiel auch den Cats geskillt habe, dass der extrem viel Midi-Damage bekommen hat. 800% hatte der ja fast schon. Der war ja schon fast auf die 1000 zugegangen. Ich habe jetzt den Haken bei Singleplayer-Settings rausgenommen und jetzt haben diese Tiere alle weniger Midi-Damage zum Beispiel. Also alle Werte haben sich ein bisschen reduziert. Das scheint damit zusammenzuhängen, dass der... Ja, der Haken bei Singleplayer-Settings raus ist. Bei Singleplayer-Settings, wenn da steht Use Singleplayer-Settings, das aktiv ist, dann sind anscheinend die Werte der Tiere auch erhöht. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass es damit zusammenhängt. Das erklärt natürlich aber, warum mein Cats zum Beispiel so richtig krass gewesen ist und alle Tiere irgendwie gleich mit 3 Schlägen platt gemacht hat. Ja, das ist natürlich auch für Bossfights interessant, weil man dann natürlich im Singleplayer bei Bossfights größere Chancen hat, weil wahrscheinlich der Cats nicht der einzige ist, der mehr Midi-Damage und so bekommt, sondern wahrscheinlich auch Rexe und andere Tiere. Deswegen ist das gar nicht so uninteressant, da nochmal vielleicht nachzuhaken und vielleicht hier auch mal auf Ragnarok den ein oder anderen Bossfight zu erledigen, weil man auch hier recht leicht an die Artefakte kommt, zumindest an einige. So, ich fliege jetzt gerade nochmal zurück in mein Highlands-Biom, in meine Highlands-Base, denn ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ich war jetzt ungefähr, naja, vielleicht in-game 10 Minuten unterwegs mit dem Cats halt vom Highlands-Biom in, na gut, vielleicht 5 Minuten, sagen wir 5 Minuten. Ich war 5 Minuten unterwegs mit dem Cats aus dem Highlands-Biom zu meiner Burg hin und jetzt muss ich mal gucken, ob das Bärenkind noch versorgt ist in der Zeit, wenn ich jetzt hier auch zurückfliege, ob da auch nichts schief geht, weil es kann ja, wie gesagt, momentan nur 5 Einheiten Fleisch ins Inventar nehmen und ich sehe gerade, der Drache, der Wyvern, hat eine Level-Up. Eine Level-Up. Ich habe heute wieder nicht so gut geschlafen, deswegen falle ich die ganze Zeit über meine eigenen Wörter. Das ist auch sehr schön. Verdammt nochmal. Konzentration. Ich muss mich konzentrieren. Menschenskinder nochmal. So, jetzt hier schnell landen. Und was will ich eigentlich heute mit der Wyvern machen? Ich will einfach eine Tour machen. Weil so richtig konkret was mit der Wyvern machen, ich weiß gar nicht. Das geht, glaube ich, gar nicht so. Also so konkret kann man da eigentlich gar nicht irgendwas machen. Ich wüsste jetzt nicht, welches andere Tier, außer einer, vielleicht einer anderen Wyvern, ich damit angreifen sollte oder welche Mission ich jetzt genau für die Wyvern hätte. Man könnte hier natürlich die Alus wegschnetzeln, die hier so um die Base rumgespawnt sind. Das wäre natürlich mal eine Mission oder vielleicht mal einen Giga suchen, den man töten könnte. Das wäre mal eine Idee, das könnte man machen. Oder halt, wie gesagt, andere Wyverns töten. Aber ich glaube, fürs Erste machen wir einfach nur erstmal eine Tour. So, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal gucken, ob es dem Baby gut geht. Das ist jetzt erstmal die oberste Priorität hier. Schauen wir mal. Ja, es lebt noch, Gott sei Dank. Ich hatte gerade schon den Namen vermisst hier. Hat es denn auch noch Fleisch? Oh Gott, nee, so viel ja eigentlich jetzt nicht mehr, ne? Okay, also so 5 Minuten kann ich rumfliegen mit der Wyvern, dann muss ich wieder zurückschauen zum Baby und schauen, dass das nochmal Fleisch nachgelegt kriegt. Weil ich hatte nämlich die Food Consumption Rate, hatte ich glaube ich nochmal einen Ticken erhöht. Das heißt, ja, da muss ich jetzt natürlich auf dem Sprung sein. So, jetzt gucken wir gleich erstmal, genau, wir können Loot Drops abfarmen, das ist eine gute Idee, das können wir mit der Wyvern machen. Da müssen wir auf keinen Fall mehr Angst haben, dass uns irgendwas dabei platt macht, weil die Wyvern ist ja in der Nähe. Jetzt schnell hier in den Loot-Drop gucken, bevor er weg ist. Was ist das? Ascendant Sarko-Sattel und ein Blueprint für einen Ascendant Mammut-Sattel. Ja, komm. Ist okay, kann man machen. Ist nicht so schlecht. Aber auch nicht so gut. So, mal gucken, ob hier irgendwo Gigas rumlaufen. Ich wurde ja, wie gesagt, auch häufiger gewarnt, dass die Gigas hier vor allem am Leuchtturm auftauchen sollen. Wir können ja mal gucken, ob hier welche sind. Also so auf den ersten Blick sehe ich keinen.
glaube, der wäre mir schon ins Auge gefallen, wenn ich, wenn hier jetzt einer gespawnt wäre. Aber... oh doch, da ist einer. Oder? Nee, Moment, das ist ein Bronto. Gott. Von oben sah es kurz aus wie ein Giga, der seinen Kopf in Stein steckt, ja? Man vergebe mir bitte, dass meine Augen nicht ganz gut funktionieren, weil, wie gesagt, ich habe nicht ganz so gut geschlafen. Ich habe ein bisschen einen kleinen Schlafmangel, das gebe ich offen zu. So, jetzt lade ich nochmal Stamina auf und dann machen wir mal die Alos da mit dem Blitz platt. Mit dem Rumgeblitze. Und es ist ja witzig, man kann ja bei solchen Tieren, die halt Fernangriffe haben, jetzt auch einen Turret-Mode aktivieren, oder schon seit einer Weile. Und der führt halt dazu, dass das Tier einfach an Ort und Stelle sitzen bleibt und wenn irgendwas in die Nähe kommt, in die Range, in die Angriffsrange, dann wird es einfach angegriffen. So, und das ist halt bei den Wyverns, ist das ganz schwierig da zu treffen. Also ich finde das total schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, scheiße, schnell weg. Also ich finde das mit den Wyvern immer total schwierig, da irgendwas zu treffen. Ohne Witz. Also auch mit der Blitzwyvern, mit der kann man ja noch am besten treffen. Muss sagen, ich krieg das immer nicht hin. Muss ich ganz ehrlich zugeben, also... ich meine, das erfordert natürlich auch eine gewisse Übung, ist klar. Kommt ihr hier hoch? Nee, ihr kommt hier nicht hoch. Oh, ihr kommt hier nicht hoch. Ihr kommt hier nicht hoch! Jetzt werdet ihr gegrillt. Ah! Ihr kommt hier doch hoch. So geht das aber nicht. So haben wir nicht gewettet. Okay, ja gut. Man kann sie, wenn man sie trifft, brutzelt man sie ja auch relativ schnell weg. Das ist ja nun wirklich ein Vorteil. Das muss man ja mal wirklich sagen. Aber wenn man sie halt nicht trifft, da habe ich einen weggeschnetzelt. Und das ist immerhin ein Level 50er Alo gewesen. Nicht schlecht. Und ja, jetzt müssen wir mal kurz warten. Nochmal kurz Stamina regenerieren. Wow, 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 fliegen da los. Dabei darf ich doch noch fliegen. Ich habe doch die Flügel hier. Ah! Nein, flieg doch weg. Oh Gott. Oh Gott. Aber irgendwie hat der eine, der den Bluterschaden austeilt, hat mich irgendwie nicht erwischt. Das irritiert mich gerade minimal. Ist nicht so einfach, mit denen zu treffen. Das muss man wirklich mal sagen. Also ich finde das nicht so leicht. Und wie gesagt, mit der Blitzwyvern zu treffen ist noch am leichtesten, weil der Strahl halt kontinuierlich ist. Das ist nicht einfach nur irgendein Projektil, was irgendwo hinfliegt. Das ist halt ein durchgehender Strahl von Anfang bis Ende, sozusagen. Also vom Maul bis zum Punkt, wo auch immer er einschlägt. Dadurch kann man den halt wie so einen Laserpointer ein bisschen benutzen. Also man sieht halt, wo das Ziel hingeht. Man sieht, wo die Reise hingeht, so rum. Wisst ihr was? Ich gebe jetzt einfach direkt nochmal Melee-Damage. Mein Gott! Stamina! Ich habe auf Stamina geklickt, nicht Melee-Damage. Ich gehe doch gleich mal Melee-Damage. Man merkt schon, dass ich ein bisschen durch bin, glaube ich. So, komm her, du Sack. Du Alo-Sack. Du Alo-Sackus. Ha, da fliegt er. Bringt ihm aber nichts. Moment. Muss ihn von vorne erwischen. Da fällt er runter. Da ist der andere. Stirb. Jawohl, sauber. Level 90, nicht schlecht. So, Moment, mal landen kurz. Aber wenn man halt trifft, ne, mit diesem Blitzdamage, ist das schon gar nicht schlecht. Ich frage mich halt, wird der Blitzschaden, den ich austeile mit der Wyvern, eigentlich intensiviert, wenn ich Melee-Damage hochskille? Oder bezieht sich Melee-Damage eigentlich nur auf die Angriffe, die ich mit dem Maul beim Zubeißen mache? Das wäre halt mal so eine interessante Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, das würde ja bedeuten, dass ich mich mit diesen Viechern auskenne. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Wyvern sind ja eigentlich gar nicht so meine Favoriten. Finde ich gar nicht so toll. Ach, wie man da nicht trifft, ey. Das ist so schlimm. Ey, ohne Spaß, das Treffen ist so hart. Das ist so hart. Oh, hier ist ja... guck mal, hier ist ja so ein Basilosaurus. So ein abgewrackter. Ist ja gar nicht schlecht, das zu wissen, dass die hier auch sind. An der Ecke. Muss ich nicht so weit laufen beim nächsten Mal. Wer denn da, der Alo? Kann ich ihn da erwischen? Nee, natürlich kommt die Wyvern so weit nicht rum. Das war mir so klar, dass das nicht geht. Moment, da müssen wir mal hier so ein bisschen... aber er hängt jetzt echt hart fest da, oder? Normalerweise sind die doch jetzt eigentlich sehr gut im Endbacken. Ah, ich massiere dich. Und wieder intelligent daneben geschossen.
Irgendwas sagt mir, dass ich den gar nicht treffe. Weiß nicht. Also es sieht so aus, als würde ich ihn treffen, aber irgendwas sagt mir, dass es gar nicht der Fall ist. Jetzt muss ich den doch eigentlich treffen, oder? Er kriegt irgendwie keinen Schaden. Obwohl, doch, er hat gerade gebrüllt, glaube ich. Ja doch, jetzt treffe ich ihn. Jetzt sieht man es auch. Okay, 145. Aber man muss schon ein bisschen raufholzen, bis die wirklich auch sterben dabei. Deswegen skill ich gleich nochmal Stamina und dann nochmal ein bisschen Melee-Damage. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt hier Singleplayer-Settings nutzen würde, dann hätte diese Wyvern wahrscheinlich mindestens 300% Melee-Damage jetzt schon. Wenn nicht sogar noch mehr. Aber ja, da ich den Haken ausgenommen habe, haben wir jetzt keine Überviecher mehr. Oh, ich sollte vielleicht nochmal zurückfliegen wegen dem Bärenbaby. Sind jetzt wieder 5 Minuten ins Land gezogen. Das müssen wir jetzt leider mal machen, dass wir ab und zu hingucken. Eventuell werde ich auch nochmal den Baby Major Speed ein bisschen hochdrehen, damit es wenigstens so schnell wächst, bis es aus dem Trog fressen kann. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Weil, oder zumindest so weit, bis es ein bisschen mehr Kapazität im Inventar hat, dass man auch mal, keine Ahnung, in den Stack reinstecken kann. Und sich auch mal entfernen kann. Weil ich würde jetzt auch demnächst gerne mal noch ein paar Sachen unter Wasser erledigen und auch mal nochmal eine Höhlentour machen. Das dauert ja alles. Da bin ich ja mindestens 2, 3 Folgen dann beschäftigt. Und wenn die Babys dann in der Zeit verhungern, ist das natürlich doof, ne? Also wir haben schon gesehen, innerhalb von 5 Minuten frisst er 3-mal Fleisch. Es ist nichts vergammelt davon, das heißt, er hat 3 Fleisch innerhalb von 5 Minuten gegessen. Das ist schon, muss man schon aufpassen. Also das heißt, diese 5 Dinger sind in 10 Minuten auf jeden Fall locker weg. Das muss man auf jeden Fall auf dem Zettel behalten. Wenn man das nicht tut, hat man ein Problem. So, jetzt möchte ich hier mal die Haie wegschnetzeln, das geht doch bestimmt auch. Diese Zielübung hier mit dem Spratzeln, das ist echt. Am besten ist es, wenn ich mich einfach hier hinsetze und versuche, die Viecher aus dem Wasser rauszutöten. Also, oder im Wasser, so von oben hier. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob die Range so hoch ist, dass ich die überhaupt treffe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, den da hinten würde ich halt gerne treffen, den man da so ein bisschen sehen konnte. Alter, ich sehe halt nicht, ob ich die treffe. Aber warte mal, der Rochen da, den können wir auch eigentlich machen. Ein Koel habe ich getötet, immerhin. Da ist der Rochen. Ich hätte den Rochen gerne. Ah, Manta, sehr schön. Das ist natürlich, da lacht das Herz, wenn man Mantas tötet. Diese Schweine, diese hässlichen. Die Schweine des Meeres, oh. Oh, Moment mal. Das ist gerade gut. Hier sind ja Haie unterwegs. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ah, der Hai da, der hat schon gut abgekriegt. Der Hai da. Nicht der Florian Hai da, sondern der Hai da im Wasser. Der hat schon einiges abgekriegt. Aber Florian Hai da hat auch schon einiges abgekriegt. Man weiß es nicht. Jawohl! Level 95 war der Hai. Und der ist jetzt auch tot hier, der vorne. Sehr schön. So, dann leveln wir doch nochmal Melee-Damage. Ich habe halt absolut keine Ahnung, ob ich mit dem Skillen von Melee-Damage auch den Blitzschaden erhöhe. Keine Ahnung. Das könnt ihr mir ja schreiben, wenn ihr es wissen solltet. Ja, dann könnt ihr mir reinschreiben von wegen, ja, du skillst auch den Blitzschaden oder nein, du skillst ihn nicht. Ich ahne ja, dass das auch wieder so eine 50-50-Sache wird. Die einen werden sagen ja, die anderen werden sagen nein. Und dann wird Flachdachs mir erklären, wie es eigentlich ist. So ist es ja meistens. Wenn wir alle ehrlich sind. So. Jetzt roste ich hier noch den Bronto. Brontosaurier-Burger gibt's heute Abend. Ah, scheiße. Der hat bestimmt wieder so Level 3 Millionen hier. Am besten, ich setze mich hier einfach oben drauf. Und dann rösten wir ihn. Genau so. Und da hat er schon Blut auf dem Rücken. Mir kommt es ja auch so ein bisschen so vor, als würde der Blitz jetzt schon mehr Schaden machen, nachdem wir jetzt ein bisschen Melee-Damage auch gespielt haben. Also mir kommt es halt so vor. Level 90 Bronto immerhin jetzt nach 5-mal Blitzdingsen schon platt. Muss man mal sagen jetzt hier, ne? Wenn ich jetzt hier noch Stamina ein bisschen hochdrehe noch parallel, dann können wir ja öfter Blitzdingsen. Wir müssen sie alle Blitzdingsen.
Wie ich schon wieder selbst über dieses Wort stolpere. Blitzdingsen. Blitzdingsen. War es eigentlich hier ein... Was ist das für eine Farbe hier für ein Loot? Das ist ein weißer, ne? Naja, weiß ist uninteressant. Das wollen wir nicht. Weiß ist langweilig. Obwohl, bei meinen erhöhten Einstellungen ist es durchaus mal ganz interessant zu gucken, was in so einem weißen Lootraub überhaupt drin ist. Meine, vielleicht ist ja da sowas wie eine Ascendant Torch, also Fackel drin, die nie aufhört zu brennen. Das wäre natürlich geil. Gucken wir mal rein. Werfen wir mal einen Blick hinein. Ja, von wegen Ascendant Torch. Bullshit ist da drin, wie immer eigentlich. In diesen weißen Lootrops, es lohnt sich einfach nicht da reinzugucken. Das kannst du einfach vergessen. Selbst mit erhöhten Einstellungen lohnt sich das nicht. Und hier hängt einfach mal ein Bronto in der Felswand fest. Das ist auch schön. Den röste ich jetzt mal nicht. Mit dem habe ich irgendwie Mitleid. Und ich sehe, ich sehe, es sind schon wieder 5 Minuten um. Ich muss wieder zurück zum Baby. Ich muss wieder nachlegen. Fleisch, ne? Schnell, schnell. Da müssen wir hier echt auf dem Sprung sein. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Alle 5 Minuten muss das Baby gefüttert werden. Baby? Kleines Baby? Du hast... Jetzt hat es noch 4 Fleisch drin. Okay, manchmal verstehe ich diese Babys nicht. Ohne Witz. Verstehe nicht, wie die fressen. Das sind komische Babys. Ganz, ganz komische Babys sind das. Nicht wahr? Ja, yeah, du nickst. Du stimmst mir zu. Sehr schön. Wenigstens einer stimmt mir hier zu. So. Also ich gucke jetzt nochmal ein bisschen rum hier, ne? Lootrops abfarmen. Ist keine schlechte Idee. Ich meine, wenn ich aus einem gelben schon Ascendant-Sattel raushole, dann müsste ich ja eigentlich aus roten die richtig endgeilen Sachen rausholen. Also ich könnte wirklich noch sowas gebrauchen wie... Weiß nicht, ein Dire-Bären-Sattel, Ascendant, wäre eigentlich sehr geil. Das kann ja jetzt auch mittlerweile auftauchen in den Lootrops. Die sind ja nicht mehr limitiert, was die Items angeht. Insofern, ja, muss man dann halt einfach ein paar Lootrops aufmachen. Das ist dann wahrscheinlich wieder so eine Wahrscheinlichkeitssache. Mit welcher Wahrscheinlichkeit halt so ein Dire-Bären-Blueprint, verbesserter Sattel-Blueprint auftauchen kann in so einem Lootrop. Oh, hier unten sind Mentisten. Das ist natürlich auch ein schönes Ziel für die Vivern. Moment, jetzt nicht hier falsch landen. Wäre nicht so gut. Oh, Moment. Gott. Die habe ich natürlich nicht getroffen. Warum auch? Man muss so hoch zielen damit. Das ist so anstrengend, ey. Jawohl, da ist ein Tod. Irgendwas zischt hier. Hört ihr das? Was ist denn hier so komisch? Ist aber auch nur hier gewesen, an der Stelle da. Ist ja ultra seltsam gewesen gerade. Was zur Hölle war das? Also manche Sachen sind schon etwas komisch. Also ich weiß, dass hier im Lava-Biom auch Loot-Drops runterkommen können. Und auch gar nicht mal so wenige Punkte gibt es hier, glaube ich. Frage ist nur, wann kommen die runter? Wahrscheinlich jetzt nicht am Tag. Wahrscheinlich kommen die erst alle in der Nacht. Am Tag kommt nichts. Wir haben gerade wahrscheinlich wieder so eine Phase erwischt, wo keine Lootdrops runterkommen. Sehr schön. Jetzt, wo ich Lootdrops farmen will, kommen keine runter. Und dann, wenn ich mal irgendwie einfach nur von A nach B fliegen möchte, sehe ich dann 3, 4 gelbe und rote Lootdrops. Ich ahne es doch schon, aber sowas von... Aber sowas von ahne ich das. Da hinten sind Lootrops, aber nur ein grüner. Grün ist eigentlich auch relativ uninteressant. Es wird eigentlich wirklich erst so ab... Ja, so lila wird es eigentlich interessant, finde ich. Da lohnt es sich reinzugucken. Auch und gerade wegen den erhöhten Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe. Weiß nicht, vielleicht... Sollte ich den Haken bei Singleplayer-Settings doch wieder reinmachen. Also zumindest was den Dino-Damage angeht, finde ich das gar nicht so falsch eigentlich. Ich meine, das kompensiert ja eigentlich nur die Tatsache, dass man im Singleplayer halt alleine ist, ne? Und da braucht man natürlich schon auch Tiere, die was können, die mehr austeilen. Weil man ja keine Tribe-Mitglieder hat, die einem zu Hilfe kommen können. Das heißt, die Tiere müssen ja quasi die fehlenden Tribe-Mitglieder so ein bisschen kompensieren. Und das ist ja gar nicht so...
ohne. Also ich gucke mir jetzt da vorne diesen blauen Lootrop noch an. Dann fliegen wir nochmal zurück zum Bärenkind und gucken, wie es dem geht. Weil dann sind, glaube ich, schon wieder 5 Minuten um. Und dieser Loot ist, glaube ich, auch gerade runtergekommen, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Deswegen passt das gerade. Ihr habt mir auch gesagt, ich kann die Fackeln jetzt irgendwie an die Sättel von den Viechern dran machen. Aber da natürlich jetzt hier die Wyvern keinen Sattel hat, kann man den natürlich auch nicht ranmachen. Das muss ich aber auch nochmal ausprobieren. Bei irgendeinem Tier mal. Einfach mal diese Fackel festmachen. So, jetzt werfen wir hier einen Blick rein. Ich komme jetzt hier keine Mikroraptoren oder Trodons. Oder irgendwelche anderen spaßigen Viecher. Ja, toll, was ist denn das für ein Loot? Auch schon wieder so sinnlos. Ich sag ja, es ist erst wirklich interessant ab Lila. Die lilanen Loot-Drops haben dann die verbesserten Sachen. Die auch wirklich davon, ja, beeinflusst werden von diesen Werten irgendwie. Also die normalen, ich sag mal so, weiß, grün und blau muss man eigentlich nicht aufmachen. Nach wie vor nicht, auch mit erhöhten Werten nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Da ist einfach immer nur Scheiße drin. Aber wirklich. Mit einem großen SCH. So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt sind wir ja wieder hier im Lava-Biom. Warum habe ich eigentlich hier einen Eiswürfel im Lava-Biom? Ich bin doch hier im Lava-Biom. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich weiß, diese Biomgrenzen sind ja eigentlich nicht irgendwie rund oder so. Die sind ja eckig. Das sind ja einfach nur Quadrate eigentlich in der Landschaft, die unsichtbar sind. Und man fliegt halt einfach von Box zu Box quasi und ja, dann wechselt sich entsprechend das Wetter bzw. die Temperatur. Was manchmal für sehr groteske Situationen sorgt, wenn man eigentlich sich noch im Lava-Biom befindet, aber immer noch einen Eiswürfel vom Schneebiom hat. Weil die Grenzen halt nicht fließende Übergänge haben oder so. Das ist halt eine harte Kante immer. Na, nach wie vor ist das noch so. Obwohl es, glaube ich, mittlerweile auch technisch möglich wäre, da einen Vorlauf einzugeben. Ich glaube, das geht sogar. Habe ich zumindest im DevKit gesehen, dass man zwischen zwei Kanten von diesen Physik-Volumes kann man eigentlich dann auch, ja, einen Vorlauf, also so einen Verlauf einstellen. So, ich lande hier mal zwischen kurz. Wir haben jetzt schon einiges gegrillt hier heute. Ist ja eine richtige Grillparty. Eine Blitzdingsparty. So, ich muss schneller fliegen hier. Irgendwie habe ich echt Panik, dass mir das Baby irgendwann noch stirbt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich echt Panik deswegen. Das ist echt nicht so ohne. Ich will nicht, dass das Baby stirbt. Aber wahrscheinlich passiert irgendwann genau das. Weil irgendwann werde ich in irgendwas verwickelt, in irgendeine Situation, wo ich nicht so schnell weg kann. Dann vergesse ich das auch, weil ich abgelenkt bin, dass da noch ein Baby ist. Und dann ist die Katastrophe perfekt. Weil dann vergesse ich das nämlich und dann kümmere ich mich nicht drum und dann stirbt es und dann bin ich der Übeltäter, weil ich es vergessen habe. Das ist immer das Los an der Stelle. Das ist das ganz große Los. Das verdammt große Los. Das übergroße Los. So, schnell landen. Ich meine, solange keine Todesmeldung kommt, ist immer noch alles gut. Wie sieht es eigentlich hier mit dem Para-Ei aus? Haben die mal was gelegt? Nee. Ja, ihr seid auch frigide. Ohne Witz. Wir können ja mal was legen hier. Oh nein. Oh, ich habe gerade schon einen Schreck gekriegt, weil der Schnuller weg war. Baby, du hast hoffentlich noch 3 Fleisch. Okay. Gut. Alles gut. An der Stelle ist jetzt auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Vielleicht habe ich es bis dahin auch offscreen geschafft, dass das Baby ein bisschen größer geworden ist, dass es nicht ganz so schnell dann auch das Food verliert, dass man ein bisschen mehr ins Inventar packen kann und dass man dann auch ein bisschen weiter weggehen kann. Und ich finde das gerade gut, dass es angefangen hat zu regnen, denn so muss ich nicht extra nochmal was trinken gehen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.